Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hector Game. Ich bin's wieder, euer Hello 1986, der sich nochmal an Mission Nummer 10 versucht, sind wir mittlerweile. Und ihr seht's auch schon, da unten ist einmal eine Fehlaufnahme passiert. Und ich würde sagen, hacken wir das System. CD Telnet, denn ich habe beim letzten Mal vergessen, die Skill-File-Programm laufen zu lassen. Deswegen wurden wir auch erwischt, beziehungsweise funktionierte das Ganze nicht. So, mittlerweile weiß ich ja, dass es in den Download-Verzeichnissen drin ist, also Kill-File. So, wir möchten als erstes Hack the Game.vbp löschen. Und los geht die Schose. Zieh, 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 zieh. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Ja, tut mir leid, wenn jetzt die, diese Folge ein bisschen später kommt als normal. Das liegt daran, dass ich, am Ende noch was beigefügt habe. Und, ihr werdet das dann sehen. Und ich finde, es ist ziemlich gut geworden. Und deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. Ja. So, Decrypt haben wir ebenfalls gekillt. Und jetzt noch Encrypt killen. So. Dann müssten wir das jetzt gleich gelöscht haben. Also erstmal gekillt haben. Dann muss ich es löschen. Und dann sollten wir es haben eigentlich. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob es hinhaut. So. Dir nochmal eingeben. Zur Vorsicht. Dell. Hack the game.vbp. Und gelöscht. Dell. Encrypt.vbp. Gelöscht. Und das Decrypt muss man natürlich auch löschen. Und damit sollten wir eigentlich alles geschafft haben. Also, auflegen. Job erledigt! Wuhu! Kann ich direkt mal speichern. Ich muss erst warten, bis die nächste E-Mail da ist. Ist jetzt da. So. Und dann wollen wir uns doch auf unseren letzten Job begeben. Ja, der 11. Job ist leider im deutschen Paket der letzte Job. Also fangen wir an. Ich hab's gefunden. michellotz@hotmail.com. Letztens waren wir nicht lang genug in der Schule. Aber schließlich kann unser Hacker helfen. Ich habe die IP des Direktionsbüro-Computers gefunden. 86.58.58.170. Ein paar Ports standen offen. Ich war in der Lage, von zu Hause aus zu arbeiten, als ich ihn beim Benutzen des Login-Namens Guest sah. Okay, Login-Name ist mal wieder Guest, also Gast. Leider konnte ich das Passwort nicht sehen. Da du der bessere Hacker von uns beiden bist, versuch dich in seinem Computer zu hacken und alle Prüfungsresultate zu löschen. Dann lade ein Virus hoch. So denken sie, er ist an den Aktenverlust schuld. Vielleicht kannst du die Prüfung finden und stehlen. Viel Glück, Herr Lord. Mikkelo. Okay, Mikkelo. Ach, schade, ich kann jetzt nicht nachgucken, was ich für einen schönen Virus da benutzen möchte. Aber es ist, glaube ich, sogar egal, welchen Virus man im Endeffekt benutzt. Hauptsache, er richtet Schaden an. Ich werde aber natürlich einen raussuchen, wo für eventuell so was Schönes mit bei ist, das auch Daten zerstört. Weil sonst könnte das ja vielleicht doch auffliegen. Aber erstmal kümmern wir uns darum, dass wir hier mal einen Port kriegen. Denn ohne Port ist nichts los, ne? Und es kam die Frage auf, ob ich die Special Missions Packs mache, die dann auf Englisch sind. Also es gibt noch weitere Missions Packs. Ich weiß es noch nicht, Leute. Lasst euch überraschen. Derzeit ist erstmal nichts weiter in dieser Richtung in Planung. Jeder, der das natürlich privat spielen möchte, kann das tun. Und ja, lasst euch einfach überraschen, ob ich es auch tue. Mal schauen, wie eure Kommentare werden. Und daran entscheide ich das dann wahrscheinlich. Lust hätte ich schon drauf, aber vielleicht auch nur privat. Denn ich muss ja dann auch noch das Englisch übersetzen. So, wir sind auf dem Schulrechner drauf. Brauchen natürlich wieder unser Passwort. Also, hack it! Los, 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 los! Wir wollen hier langsam fertig werden. Die Lieder sind in den Credits drin. Also, wer wissen will, woher die Lieder kommen, steht in den Credits. So, wir sind auf unserem auf dem Schulrechner. Und das heißt, wir fangen direkt mal an. Logs 3. Ich fange jetzt einfach mal von unten an. Oh, Glück gehabt.
das war Glück, denn da ist schon unsere IP. So, School, wie Schule. Okay, wir müssen... Welche müssen wir nochmal runterladen? Das nächste Examen müsste das sein. Punkt Doc. Runterladen. Ja, runterladen, danke. Und die Examenresulte, also Exam Results, sollten wir, glaube ich, löschen. Das heißt, die, was da so an Examen... was halt eben, die bewährte, die Noten von der Arbeit sollen wir löschen, weil wir ja da irgendwie nicht mitgemacht haben oder ähnliches. Deswegen, Steuerung A funktioniert leider nicht, egal. Machen wir's. So, löschen wir das nochmal und so, wir sollen ein Virus hochladen und ich würde sagen. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Machen wir so und irgendwas, was auch schön Sachen löscht. Nehmen wir den hier, der hat zumindest mit Dokumenten zu tun. Also, Upload läuft. Zwei Stellen von uns haben sie schon rausgefunden, das heißt, es könnte knapp werden, da der Upload von dem Virus natürlich ein bisschen länger dauert. Da ein Virus nicht allzu klein ist, zumindest in dieser Fassung des Spiels. Vielleicht gibt es ja, also im normalen Leben, so ein Virus, weiß ich nicht, wie groß er ist, vielleicht ein MB oder so. Mit den heutigen Leitungen ist es ja echt, ehrlich gesagt, ein Witz, sowas dann hochzuladen. Und, komm schon. Gut, haben wir es auch geschafft. Cool. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch das nächste Examen löschen soll. Ich lasse es mal lieber. Auflegen. Ja, auflegen. Job erledigt! Wir haben es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Geschafft! Glückwunsch, Hello! Du hast Hack the Game in 22.901 Sekunden geschafft. Wie viel ist das umgerechnet? Eine Stunde oder so? Gesamtzeit der abgeschlossenen Mission 11. Wunderbar, Leute. Das war Hack the Game mit mir, von mir, Hello 1986. Bis dann.